Oh nein. Diesmal ist sie es, die etwas hat. Beiden verließen die sichere Stadt, andere zu finden, die ihre Hilfe brauchen. Vielleicht würden sie ein neues Zuhause einer neuen Familie finden. Was? Was war das denn? Könnte Ursache für die Geschehnisse sein. Ja, das könnte sein. Wir haben ein Problem. Ich glaube, wir haben die Insel nicht completed. Doch, haben wir. Wieso hat er das nicht angezeigt? Oder weil wir vielleicht die Dings hatten? Sammlerstück 9, 121 Blume, Tagebücher 54. Da waren wir doch, ne? Das war... Nee, Bibliothek. Moment, Moment. Da. Blumen fehlen noch. Oh, da mache ich eine Schnellreise. Die Blume haben wir ganz vergessen. Ah, wo ist denn diese Blume, verdammt? Die müssen wir jetzt erstmal nochmal finden. Ist sie da? Nee, ich dachte erst, weil es so komisch leuchtete. Jetzt weiß ich gar nicht mehr, wie sahen denn die Blümchen nochmal aus? Gott. Stimmt, diese Blume. Ich sollte zwischendurch auf der Karte gucken. Huch, was habe ich denn jetzt gemacht? Ich habe irgendwie den Rand aktiviert, wollte ich gar nicht. Kann der mal wieder weggehen? Wie mache ich das weg? Ah, Hilfe! Ich habe so einen komischen gestrichelten Rand jetzt aktiviert. Jetzt ist er wieder weg. War das ein Fotomodus? Ich weiß es nicht. So, die Blume, sagst du, ja? Wie sahen die denn nochmal aus? Ich glaube, hier war nur das Buch, ne, oder? Oder ging es hier noch weiter? Ach, hier ging es ja noch weiter. Uff. Hier waren wir ja noch nicht, ne, oder? Ah, ich sehe sie. Uiuiuiuiui. Das ist ja gemein. Naja, dann haben wir sie wenigstens. Sehr schön. Wo kommen wir denn hier eigentlich raus? Ich frage für einen Freund. Also, wo wären wir denn jetzt hier rausgekommen? Also müssen wir da noch. Ach so, einmal komplett rum. Okay, alles klar. Also einmal wieder hier. Von oben nach unten, alles klar. Dass mir das gar nicht aufgefallen ist von. Sind aber schöne kleine Mini-Rätsel. Mag ich. Mag ich sehr. Mag ich sehr, sehr gerne. So, dann können wir ja wieder zurückdüsen. Düsen. Habe ich Düsen gesagt? Düsen. Düsen natürlich. So. Okay. Hier ging es, glaube ich, runter, ne? Jawohl. So. Dann. Lass mich mal eben auf die Karte schauen. Haben wir das schon mal abgefrühstückt? Das ist doch sehr schön. Dann würde ich mich jetzt Richtung hier begeben, Richtung Relikt. Da so hin. Und dann können wir quasi hier... quasi so in diese Richtung. Und dann da oben hin. Aber wir müssen ja, wie gesagt, auch noch ein paar Aussichtspunkte finden, unseren Kram. So, jetzt muss ich kurz gucken. Das müsste in die Richtung sein. Sind denn jetzt hier die Wege wieder frei? Oh, da geht's überhaupt nicht lang. Okay. Da müsste es eine Schubrakete geben. Hui! Okay, die Wege bleiben also verschlossen. Ich dachte, die werden vielleicht frei.
So, aber halt, stopp. So, guck mal, Kombi. Okay, die Bootsteuerung ist gewöhnungsbedürftig manchmal. Halt typisch Boot, ne? So, kommen wir denn hier raus? Ja, doch. Das sieht gut aus. Sehr schön. Wuhu. Nee, kommen wir gar nicht. Oh, geil. Habt ihr das gesehen, dass da runtergefallen ist gerade rechts? Holy shit. Wie cool das war. Okay, hier kommen wir auch nicht raus. Was soll denn das? Toll. Dann müssen wir doch da hinten lang düsen. Oder hier lang? Ich meine, wir könnten ja vom Boot auch mal gucken mit dem Fernglas, ob wir irgendwas entdecken. Und was war das für eine komische Hand? Huch. Oh, wie cool. Ich mag solche kleinen Details. Wo so Steine ins Wasser plumpsen. Ah, sowas ist voll cool. So, versuchen wir... Oh. Ah, halt, stopp. Das ist doch... Aha. Ein weiteres Boot-Upgrade. Juhu. Fehlen noch 20. Sehr schön. Ja, much better. Huch. So, lass mal gucken. Also, die Richtung soll es sein. Da muss das Relikt auch irgendwo sein. Wir können aber mal eben, weil wir gerade dabei sind, können wir mal eben mit dem Teleskop, wollte ich gerade sagen, mit dem Fernrohr, einfach mal so ein bisschen looky-looky machen, ob wir irgendwas entdecken. Da, was ist das? Aha! Okay, ein Aussichtspunkt, sehr schön. Den wir vielleicht nutzen sollten. Mal eben auf die Karte gucken, wo waren das? Da und da. Achso, das ist ja gar nicht weit weg. Eigentlich wollte ich jetzt dahin, aber wenn das hier in der Nähe ist, dann fahren wir doch mal eben zum Aussichtspunkt. Ja, wo war denn jetzt? Da, ne? Glaube ja. Und hier rechts irgendwo war ein Relikt. Da ist der Aussichtspunkt. Sollten wir... Huch! Sollten wir vielleicht von hier nochmal gucken? Können wir von hier aus... Von hier aus irgendwas sehen? Da ist das. Da ist noch was. Aha. Da ist noch ein Aussichtspunkt, wo wir auf dem Weg hin sind. Aber das Ganze können wir ja auch jetzt oben machen. Machen wir das mal. Ich schätze, das Relikt wird da sein. So, docken wir mal an. So, dann gehe ich mal eben hier hoch. Und lassen unser kleines Brüderchen auf dem Boot. Hinauf auf dem Turm. So. Gibt es hier noch was? Nein. Vorsichtshalber mal. Oh, Libellen. Hallo. Hallo, Libellchen. So, einmal mal rauf. Hui. Und dann machen wir mal. Von 10 Aussichtspunkte. Sehr schön. Dann lass doch mal gucken. Okay, da sind Bücher, da sind... Okay. Ach, wir decken ja quasi die Karte damit auch auf, ne? War ja, glaube ich, so. Hand habe ich übrigens noch nicht entdeckt. Da ist das Relikt, wie ich schon dachte. Da ist auch ein Buch. Haben wir die Karte jetzt aktualisiert? Ja, ne? Ja. Guck mal, was hier noch alles ist hier unten. Da haben wir noch vier Tagebücher noch. Und Upgrade... Blume, Buch, Buch. Und dann machen wir das so, würde ich sagen. Aber erstmal wieder runter. So. Ach, das ist ein tolles Spiel. Ich werde es, glaube ich, noch 100-mal sagen. Auch die Musik ist so träumerhaft und so schön. Das ist einfach ein Spiel, um zu genießen. Muss man einfach sagen. Da fällt mir gerade ein, wir haben ein neues Boot, neuen Bootskin bekommen, ne? Wollen wir es mal ausprobieren? So, wir haben jetzt ein blaues Bötchen.
Und wir haben bei Stiele Schilf. Hui. So, fahren wir mal damit ein bisschen durch die Gegend. So, was habe ich gesagt? Erstmal Boot-Upgrade, ne? Da waren, warte mal eben, da waren noch ganz viele Ausrufezeichen, ne? Ich hasse es ja in Spielen, wenn es auch Ausrufezeichen noch überall sind. Muss die immer irgendwie wegmachen. Geht es euch genauso? Stadtgeschichte hatten wir ja sowieso gelesen. Und die Geschichte auch, die unsere. Wähle deinen Stil. Da haben wir noch gar nicht viel gefunden. Kletterer. Ah ja, waren auch noch andere Klamotten, ne? Ist das vielleicht von dem Bruder und das von ihr? Weil das ist ja, glaube ich, von ihr hier oben, Kleidung. Wähle einen Stil, lege einen Stil an. Okay. Gut, da gucken wir mal. Boot Upgrade. So. Das habe ich mir gedacht. Das Boot Upgrade ist genau dahinter. Warum bin ich hier lang gefahren? Ich weiß es nicht. Wir haben mal Nitro, ne? Boot Boost. BB. So, hier muss es sein. Jawohl. Und noch mehr Nitro. Das heißt, wir können noch mehr Turbo. Vielleicht werden wir das später brauchen. Wenn wir vielleicht doch gegen diese Riesenhand da irgendwie ankommen müssen. Oh, wie schön. Hä, wie geil. Wie cool das einfach ist. Man muss es einfach sagen, es ist echt schön. So, müssen wir hier hin? Ist das hier richtig? Hier links ist eine Blume. Die wird wahrscheinlich hier oben sein. Tiere müssen wir ja auch noch finden, ne? Fällt mir gerade ein. Das sieht hier richtig aus. Was ist das da hinten? Was ist das? Ein Relikt. Sah aus wie eine Kurbel. So, docken wir mal an. Machen wir das mal. So. Oh, ich sehe die Blume. Siachen. Kathedrale. Eine Kathedrale. Das haben wir schon gesehen. So, es geht darauf. Es geht aber auch über die Leiter. Wie viel haben wir denn hier zu holen? So, da haben wir schon mal wieder ein Tagebuch über die Geschichte des Ortes. Schau mal eben auf die Map gerade. 4 Tagebücher, eine Blume und 9 Sammelstücke. So. Das wird aufregend. Hui. 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 So, ist hier noch was? Nein. Okay. Ich hoffe, wir kommen da hinten irgendwie hin, aber ich denke schon. So, hier müssen wir klettern. Die Blümchen, also die Ranken hinauf. Wir müssen aufpassen, dass wieder verschiedene Wege wahrscheinlich geben wird, ne? Oh, leuchtende Blumen. So. Hier geht's raus. Da auch, warte mal. Da unten muss der Samen rein. Okay, hier kommen wir wo lang? Was war das denn?
Oh, was ist das denn? Okay, ich bleib mal eben oben. Wieder einmal, wieder einmal innen, einmal schnell alles abluten, wollte ich gerade sagen. Ach, komm mal gar nicht. Das geht gar nicht. Wir müssen hier lang. Ach so. Ich hoffe, wir kommen da nochmal lang. Also, ich denke schon. Ist das ein Delfin gewesen? Auf jeden Fall höre ich eine Muschel. Ja. Muschel. Oh, Robben sind das. Oh, wie schön. Robben. Na, oh nein. Habe ich sie verjagt. Ich habe vergessen. Oh nein. Kommt der wieder? Bitte komm wieder. Ich hoffe, der kommt wieder. Ich versuche nochmal zurückzugehen. Ich hoffe, der spawnt nochmal. Ich habe E gedrückt, aber der ist so schnell weg gewesen. Ich hoffe, der spawnt nochmal wieder. Bitte, 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 bitte. Bitte spawn wieder. Nein, verdammt. Ah, sehr ärgerlich. Wie ärgerlich. Da ist er, Moment. Jetzt. Seerobbe. Juhu. Bar Kappa. Voll schön. So, jetzt meine Frage. Oben wird es wahrscheinlich weitergehen. Dann gehe ich jetzt erstmal nach unten. Aha. So, das zweite Tagebuch. Läuft bei uns. So. Gut. Da müssen wir hin. Hüppa. Hüppa. Und nochmal. Oh, die Tauben. Für eine Muschel. Wie gesagt, ich habe ja auch die Blume schon gesehen. Da oben ist die Blume. Da müssen wir auf jeden Fall irgendwie hinkommen. So viel steht schon mal fest. Hallo, Seerobbe. Hallo. Hey, mein kleiner Freund. Na, die sind alle nicht mehr da. Alle nur noch in unserer Fantasie. Okay, ja, jetzt mal eben gucken. Nach unten kommen wir schon mal nicht. Alter, ist das verwinkelt hier. Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Ich habe Angst, was zu verpassen. Wir werden bestimmt irgendwas übersehen. Da sehe ich eine Muschel rechts. Die würde ich mal eben holen. Hier kommen wir nachher mit dem Samen durch. Da geht's nach oben, da kommen wir auf jeden Fall bestimmt zur Blume. Da kommen wir auch noch nicht durch. Da ist auf jeden Fall auch noch eine Muschel, die ich schon gehört habe. Da müssen wir ja hier lang. So, hier müssen wir aufpassen, weil hier wird es wahrscheinlich auch zur Blume gehen. Da oben am Top-Kompass taucht sie schon auf. Alles Schatten der Vergangenheit. Ja, so ist das nun mal. Die Natur würde sich alles wiederholen. Wenn bei uns sowas wäre, so hier oben geht's zur Blume. Wenn bei uns eine Stadt zum Beispiel aussterben würde, sag ich jetzt mal, und da niemand mehr was machen würde, dann würde das genau so irgendwann aussehen, weil keiner mehr was macht.
die Pflanzen und so, die würden überall rüber wuchern und so. Die Natur holt sich alles wieder. Eine Muschel. Das könnte auch oben sein. So. Oh, ich hoffe, mein Gott, wir verpassen hier nichts. Oh, Mist. Verplapper ich mich hier schon? So, da ist auf jeden Fall der Samen. Aber hier... Oh, ganz viele Telefone, guck mal. Was haben die denn hier gemacht? So, wie viel haben wir denn jetzt von den, okay, 5 von 9? Die Blume haben wir. 2 Bücher fehlen uns auch noch. Und 4 Muscheln fehlen uns noch. Telefon! Okay. Ich fahr mal runter. Einfach, weil wir es können. Und wir kommen da wohin? Ah. 6 von 9. Gut, wir brauchen den Samen. Samenbuch brauchen wir noch. Da in die Richtung müsste das Buch sein. Hier ist, glaube ich, auch nichts, ne? Ne. Ich hole den Samen mal. Erst die Fernseher, dann die Telefone. Alles sehr komisch, ne? Was hat das wohl mit den Menschen gemacht? Hm. Sieht man ja heute. Viel mehr Entfernungen. Viel mehr weite Wege. Man ist nicht mehr so zusammen. So, jetzt genau gucken. Wir waren hier schon mal. Das Buch ist bestimmt auch drüben. Ich mal eben ab, ja? Da müssen wir die reinlegen. Erstmal hole ich die Muschel. Das Buch ist hier oben. Okay, pass auf. Ich fahre die schon mal nach oben. Ja, du wirst auch bald erlöst. So. Da fährt sie dahin. Hier ist ja nichts, ne? Nee. So, dann müssen wir hier erstmal nach oben und dann gucken wir mal. Ich denke, das Buch wird wahrscheinlich hier irgendwo gleich liegen. Ist da oben noch weiter? Oh, da oben, da war. Moment. Moment. Das ist doch nicht umsonst da. Ich hab's doch gewusst. Da oben liegt das Buch. Raffiniert. Da ist schon mal das vierte Buch. Ich hoffe, wir finden die Muschel auch. Letzten 2, glaube ich, müssen es sein. Bitte macht das nicht zu Hause nach. So. Aha. Da hinten ist noch ein Buch. Hä? Ach ja, stimmt. Wir müssen ja noch auf dem Rückweg, ne? Da war ja auch noch ein bisschen was. Stimmt, da muss ja noch was kommen. Gott, wie gruselig. Gut. Heißt für uns also wieder nach unten. Zu unserem Samen. Ich höre was. Da. 8 von 9. Also eine Muschel fehlt noch. Die könnte auf dem Rückweg sein.
Ich bin mir noch nicht genau sicher, wo wir jetzt hin müssen. Sieht aus wie hier lang. Ja. Ja. Bücher haben wir, glaube ich, alle, ne? Oder? Nee, ein Buch fehlt noch. Ein Buch, eine Muschel. Das glaube ich, dass das da drüben kommt. Wo geht's da lang? Kommen wir gar nicht. Okay, Moment. Moment, Moment, Moment. Ich mach ihm ab. Da ist das letzte Buch. Jawohl. Es gab eine Zeit, in der die Stadt leer stand, als nur die Masse und die Kreaturen, die sie hervorgebracht, dort waren. Hier aber noch keine Muschel. Ich hoffe, wir finden sie. Einmal hatten wir es schon mal gehabt, ne, dass wir die Muschel nicht gefunden hatten. Nochmal nachträglich gucken mussten. Hallo? Ist hier noch einer am Liegen? Warte mal eben. Ja, ich höre eine. Ich weiß noch nicht wo. Da. Ich sehe sie. Da ist sie. Jawohl. Formellen Stil freigeschaltet. Juhu. Gucken wir uns gleich mal an. Aber erstmal den Samen einsetzen. Und schauen, wie schön das dann aussieht. Ohne die Fäulnis. Sehr schön. Irgendwas bedrückt sie auf jeden Fall. Standhaft und hartnäckig führten die Schwestern sie zu Fernorten, aber zugleich entdeckten sie, dass das Muster immer gleich bleibt. Ich wollte dich in die Sache nicht hineinziehen, was? Dass die Sache, wo waren wir denn? Aber zugleich entdeckten sie, dass das Muster immer gleich bleibt, wohin sie auch kamen. Geschichte. Ja, es wird so langsam. So, apropos unsere Geschichte, wir haben auch was freigeschaltet. Und zwar Stile. Hier, formell. So sehen wir jetzt aus. Oh. Schick, schick. Ja. Gefällt mir. Können wir mal anlassen. Für ihn fehlen uns noch ein paar Stile, ne? Müssen wir noch finden. So. Wir haben das geschafft komplett. Jo. Die Kathedrale. Heißt, da ist jetzt ein Buch und noch ein Relikt.
was wir holen können. Sollten wir vielleicht machen. Würde ich vielleicht hier eine Schnellreise hindüsen? Hallo? Und dann können wir nämlich direkt da um die Ecke. Es müsste da genau, da die Richtung müsste es eigentlich sein. Ne? Ja, genau. Wir können mal eben mit dem Ferngleis gleich gucken. Ob hier sonst noch irgendwas ist. Sieht jetzt nicht danach aus. Aber erstmal holen wir uns das Relikt. Von 20 Relikte. Juhu! So, und da gehen wir jetzt noch das Buch holen. So. Volle Kraft voraus! Juhu! So, dann wollen wir erstmal hier. So, und zieh! Sehr schön. Hä, wie cool. Irgendwie erinnert mich das auch ein bisschen an Sinking City. Hä, wo... Wo führt mich das hin? Ich guck mich erstmal unten um, ne? Hier gab's ja, glaube ich, ein Buch. Okay, hier hat jemand geangelt. Achso, das ist für die Brücke, ne? Ah, ich dachte schon. Da könnte der Rückweg sein. Ich finde diese Hütten voll cool. Irgendwie erinnert mich das zwischendurch auch so ein bisschen an Sinking City. Ich weiß nicht, ob ihr Sinking City mal jemals gespielt habt oder gesehen habt. Das ist auch ein großartiges Spiel. Das kann ich jedem empfehlen. Sinking City war wirklich sehr, sehr cool. Allein von der Story und wie das aufgebaut ist und was man da alles machen musste und ach, das war echt toll. So, das Buch, das wird da oben bestimmt sein. Sonst ist hier, glaube ich, auch nichts, ne? Ich glaube, hier ist nur das Buch jetzt. So. Voll gemütlich hier. 20 von 56 Tagebücher gefunden. Juhu. Alle Objekte in der Nähe entdeckt. Ah, ich finde das immer schön, wenn das hier, wie gesagt, angezeigt wird. Das ist super. Somit braucht man sich keine Gedanken machen. Hm, habe ich alles? Habe ich nicht alles? Ne? Ist einfach so. Sehr schön. So, dann here we go. Let's go, let's go, let's go. Das haben wir, das haben wir, das haben wir. Und dann reisen wir jetzt quasi dahin, wo wir schon die ganze Zeit hin wollten. Zu dem Zahnrädchen, zu dem Relikt. So. Das müsste die Richtung sein. Richtung Sendemast. Ich glaube, es ruckelt zwischendurch, weil es ein bisschen nachlädt. Das kann, glaube ich, gut sein. So. Und voll Stoff. So, das Relikt taucht am Kompass oben auf. Ich hab's aber noch nicht entdeckt. Da ist es, da hinten, ich sehe es. Ich würde einmal mit dem Fernglas einmal gucken, ob wir irgendwas entdecken. Da waren wir ja auch schon gewesen. Sonst irgendwas? Okay, nee. Weiter haben wir jedes Gebiet, glaube ich, schon ganz gut
ganz gut abgeschlossen, ne? Muss man sagen. Eigentlich können wir uns nicht beschweren. Wir kommen gut voran. Tada! Eine Kiste mit einer Schriftrolle vielleicht? Sehr schön. Und es fängt an zu regnen. Das sind bestimmt auch Tiere, die man erkennen kann, aber ich habe es noch nicht geschafft, E zu drücken. Weil die mal so schnell weg sind. So, wir kommen unserem nächsten Ziel etwas näher. Alter Schwede. Ich glaube, das ist unser Ziel. Das Hochhaus. Ich weiß noch nicht, wo der Eingang ist. Es könnte hier... Ja, das sieht hier aus. Das sieht richtig aus. Oh ja. Das sieht eindeutig richtig aus. Ich zieh mal eben die Brücke runter. So. Und dann müssen wir, glaube ich, hier schon andocken. Ja, sehr schön. Cool. Ich würde sagen, was uns hier im Hochhaus erwartet, dürft ihr auf keinen Fall verpassen. Und dann würde ich mich freuen, wenn ihr in der nächsten Folge wieder einschaltet. Wenn es wieder heißt Submerged. Und dann würde ich mich freuen, wenn ihr dabei seid. Und ja, bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Tschüss.